Hallo, ich bin's, Karin von Stempelpünktchen. Im Video am vierten Tag zu der Reihe 1 Set 5 Tage 25 Ideen möchte ich euch heute diese Vierfach-Faltkarte zeigen. Hier kann man einfach diese Schleife abziehen und dann kann man sie eben vierfach auseinanderfalten, so dass eine große Karte entsteht und diese kann man dann wieder zusammenfalten zu einem kleinen Kärtchen und mit der Schleife eben wieder zusammengeben. Die gebe ich jetzt einstweilen nicht drauf, dann kann ich euch später immer wieder einzelne Sachen zeigen von dieser Karte. So, die Karte geht eigentlich relativ einfach und schnell. Die Dekoration ist ein bisschen aufwendiger, aber die Grundkarte ist schnell gebastelt. Und zwar brauchen wir dafür ein Stück abendblauen Farbkarton mit den Maßen 16 x 16 cm. Und dann nehmen wir uns das Schneid- und Falzbrett zur Hand und legen uns den Farbkarton einmal auf einer Seite an, bei 8 cm. Falzen hier, drehen das Stück Farbkarton dann um 90 Grad natürlich nur, legen es den Farbkarton wieder bei 8 cm an und falzen noch einmal. Dann habt ihr ein Kreuz gefalzt sozusagen. Also in Wirklichkeit diesen Farbkarton in vier Quadrate unterteilt. Und dann legen wir uns den Farbkarton nun so in diese Schneidrille ein, da ist die Spitze hier oben und man sieht es nicht, die Spitze hier unten ausgerichtet, jeweils in der Schneidrille ist. Und falzen hier schräg auch genauso einmal durch. Und drehen das Ganze dann auf die anderen beiden Spitzen. Auch hier sieht man es wieder nicht richtig. So, jetzt und falzen hier auch noch einmal. Okay, so, dann wird das Ganze, das Schneidbrett brauchen wir einstweilen nicht mehr, so gefaltet, dass wir die Diagonalen einmal ganz normal falten, nach hinten achtet darauf, dass ihr auch wirklich hier die Spitzen zueinander ausgerichtet habt, nochmal kontrollieren, wenn ihr da mit dem Falzbeil niederdrückt, dass das auch schön wird. Okay, dann sind die beiden Falzlinien ebenso gefaltet und die geraden, also nicht diagonalen, sondern parallelen Linien zum Rand, die faltet ihr genau andersrum. So entsteht das dann, dass sozusagen diese Diagonalen zu euch rauskommen und das Kreuz eher nach unten steht. Gut, und dann nehmt ihr die Papierschere zur Hand und bei einer dieser Linien hier in der Mitte, da schneidet ihr mit der Papierschere einfach bis zum Mittelpunkt hier rauf. Gut, das ist's. Grundsätzlich schon alles, was wir für den Mechanismus brauchen. Jetzt brauchen wir die Kärtchen. Dafür braucht ihr vier Stück abendblauen Farbkarton mit den Maßen 7,9 x 7,9 cm. Und außerdem braucht ihr vier Stück, ich habe hier nur noch eins, die restlichen drei habe ich schon verziert.
grundweißen Farbkarton mit den Maßen 7,5 x 7,5 cm. Ein Stück verzieren wir eben noch. Ich zeige euch noch kurz, was ich mit den anderen beiden gemacht habe. Und zwar habe ich hier einmal diese Kringel, diesen Stempel hier genommen und in drei verschiedenen Farben embossed, einmal in Silber, einmal in Gold und einmal in Kupfer und das auf zwei dieser Stücke und mit dem Blending-Pinsel und dem Stempelkissen in Aquamarin habe ich dann die Ränder hier eingefärbt und die Mitte aber noch weiß gelassen. Das habe ich bei diesen beiden Stücken gemacht. Bei diesem Stück hier habe ich den Spruch "Trage den Zauber von Weihnachten immer in deinem Herzen" einmal in Silber hier embossed und dann die Schneeflocken, die Dreier-Schneeflocken in Weiß verteilt embossed und dann immer wieder einen der beiden großen Sterne hier. Das ist auch ein Dreier-Stempelset. Die hängen auch zusammen, genauso wie die Schneeflocken oder die drei Fledermäuse. Genau, war das Wort. Oder die Blätter. Und ja, ich habe eben immer nur einen Stern ins Versamark-Kissen eingetaucht oder ja, und dann eben abgestempelt und in Gold embossed und dann wieder mit dem Blending-Pinsel und Aquamarin hier eingefärbt und wieder um den Spruch etwas weiß herumgelassen. Das sind drei dieser vier Kärtchen und das vierte verzieren wir jetzt gemeinsam. Das wird das Deckkärtchen, das hier. Dafür fangen wir jetzt als allererstes an. Wir nehmen uns den Spruch "Frohe Weihnachten". Ich zeige ihn euch nochmal hier auf dem Stempelset. Dieser hier, er ist ein ganzer Spruch, das heißt in dem Fall, wir wollen die beiden Wörter getrennt voneinander aufstempeln und das heißt, ich nehme mir jetzt mal den Embossing Buddy und gehe über meinen Farbkarton hier einmal drüber in Grundweiß, wie gesagt, er hat 7,5 x 7,5 cm und dann gehe ich hier in das Versamark-Stempelkissen und achte darauf, dass ich nur Weihnachten erwische und das Frohe eben nicht in das Stempelkissen eintauche. Und dann stemple ich hier einmal, ich versuche es schräg und eher mittig, Weihnachten auf. Dann hole ich mir ganz, ganz schnell mein Reinigungskissen. Und da müsst ihr jetzt wirklich ein paar Mal drüber streifen, damit da keine Klebereste von der Versamark-Tinte mehr übrig bleiben. Und dann geht ihr nur mit dem Frohe in das Versamark-Stempelkissen. Und man sieht es jetzt sicher im Video nicht, aber ich sehe circa, wo ich vorher Weihnachten gestempelt habe, auch wenn nur ganz schwach. Und darüber, wieder mittig, da stemple ich jetzt das Frohe auf. Dann kann ich das Stempelkissen zur Seite geben, hole mir ein Stück Schmierpapier, das in der Mitte gefaltet ist, zum Aufsammeln des Pulvers und dann das Prägepulver in Silber und das streue ich jetzt einmal über den Spruch "Frohe Weihnachten" drüber.
So, dann versuche ich das alles abzuschütteln. Und gebe das Pulver wieder zurück in die Dose. Und dann kann ich im nächsten Schritt mit dem Erhitzungsgerät dieses Pulver hier schmelzen. So, der Spruch ist jetzt aufgestempelt. Dann nehme ich mir das Stempelkissen in Abendblau zur Hand und das Papier lege ich mir nochmal unter, um mir meine Unterlage nicht zu versauen. Und ich nehme mir dann diesen Aststempel hier. Das sieht irgendwie aus, finde ich, wie so von einem Adventkranz, der Zweig, so ein Nadelast eben. Und dann stemple ich hier rundherum diesen Zweig ein paar Mal um mein frohes Weihnachten rundherum. Als nächstes nehme ich mir dann das Stempelkissen in Aquamarin und einen der Blending-Pinsel und dann tupfe ich einmal auf dem Schmierpapier an und gehe dann vom äußeren Rand hier in Richtung Mitte in kreisenden Bewegungen. Das dauert jetzt eine Weile, bis sich das alles schön eingefärbt hat an allen Ecken und eben bis ganz zur Mitte gehe ich nicht. Den Großteil dieses Spruches spare ich aus und lasse ich in Weiß. So, und so ist dann auch das letzte Kärtchen fertig. Dieses klebe ich jetzt gleich einmal mit Flüssigkleber mittig auf eins dieser abendblauen Kärtchen. Und dasselbe mache ich mit den restlichen drei Kärtchen und den restlichen drei abendblauen Kärtchen. Die klebe ich auch jeweils einmal aufeinander. So, und dann nehme ich mir das frohe Weihnachten-Kärtchen wieder und ich hole mir meinen großen abendblauen Farbkarton. Und jetzt nehme ich die rechte Seite neben dem Einschnitt und zwar davon das Dreieck, das hier quasi näher zum Einschnitt ist, also mittig eher, und da gebe ich Flüssigkleber drauf und dann richte ich dieses frohe Weihnachten-Kärtchen hier schön mittig, achtet darauf, dass es seitlich auf jeden Fall nicht übersteht. Auch am unteren Rand soll es nicht überstehen, sondern es soll wirklich hier schön mittig drauf sein. Dann nehme ich mir als nächstes eins von diesen Kreisen hier und nehme das nächste Dreieck zu diesem Kärtchen sozusagen. Und gebe hier Flüssigkleber drauf, immer nur auf sozusagen eine Hälfte von dem Quadrat. Und auch hier klebe ich wieder das Kärtchen und achte wieder auf die Ausrichtung, dass es nirgendwo übersteht und schön mittig ausgerichtet ist, auch innerhalb der Falzlinien und eben vor allem am äußeren Rand nicht übersteht.
So, das war Kärtchen Nummer 2. Kärtchen Nummer 3 ist das mit dem Zauber. Das positioniere ich so rum. Und hier gebe ich auf das obere Dreieck Flüssigkleber. Und wieder genau wie bei den anderen auf die Ausrichtung achten, wenn ich das aufklebe. Und das letzte Kärtchen, da kann ich das ganze Quadrat mit Flüssigkleber bestreichen. Und dieses letzte Kärtchen jetzt noch draufkleben. Auch hier muss ich wieder natürlich auch ganz wichtig auf die Ausrichtung achten. Und ja, dann ist unsere Faltkarte schon fertig. Ich kann sie jetzt einmal zusammenfalten. Und da das Ganze mir aber sonst auseinander kommen würde, nehme ich mir jetzt so ein glitzerndes Organdi-Band in, das gibt es ja auch in schwarz, aber ich nehme das weiße. Und das wickle ich hier jetzt einmal rundherum und mache mir zuerst einen kleinen Knoten und dann eine Schleife. Ich fürchte, das ist noch zu kurz. Schleifenbinden ist nicht meins. Das wissen alle, die mir regelmäßiger zusehen. Ich und die Schleifen, wir sind auf Kriegsfuß. Ja, und dann zieht ihr euch die Schleife eben zurecht, wie sie euch gefällt. Schneidet noch die Enden ab und fertig ist eure Vierfach-Faltkarte. Ja, wie gesagt, der Grundmechanismus ist sehr schnell gemacht. Das Aufwendige ist hier nur die Verzierung der vier Kärtchen, das ich für dieses Video großteils vorbereitet habe. Ich hoffe, euch hat auch diese Idee gefallen und vergesst nicht weiter zu hüpfen noch heute zu den Ideen der anderen vier Mädels mit dem Produktpaket. Das wäre einmal Carola von Lila & Linz, Martina von Fräulein Erdbeerli, Manuela von Stempelmano und Beate von Werkstickel. Wie immer gebe ich euch den Link zu meinem Blogbeitrag unten in die Description und außerdem auch die Links zu den anderen vier Mädels, zu den Beiträgen vom heutigen Tag. Und wie immer findet ihr auch auf meinem Blog www.stempel.at noch die verwendeten Produkte und Detailmaße. Und ich freue mich schon auf morgen. Hoffentlich seid ihr auch da wieder dabei, wenn es zum letzten Mal heißt, ein Set 5 Tage 25 Ideen mit dem Produktpaket Schöner Kranz. Bis morgen dann. Tschüss!